oder? Ja. Hab ich's doch gewusst. Ein Quapsel. Na super. Da ist unsere Scuddy leider eine sehr schlechte Wahl dagegen. Bei dem Blubberhitze weggesteckt. So. Kaum ist ein Golbert und hat einen Flügelschlag, schon macht er wenigstens mal Schaden. Unser kleiner Sortie. Kommen wir doch nie mit sowas. Na gut. Duplex hier, solange er nicht fünfmal trifft, ist das alles kein Problem. Aquaknarre können die auch noch. Die will auch mal wieder ran. Oh, das Ding hält ganz schön was aus. Wenn so eine Geheimpower nicht mal die Hälfte abgezogen bekommt. Ah, wir haben ihn paralysiert. Camillo mit einem Slimer. Da schaufeln wir uns erstmal ein. Oh, ein Härtner. Juhu. Na, damit machen wir überhaupt keinen Schaden mehr. Oh Gott. Das war jetzt nicht mal ein Volltreffer. Du Heiliger. Na gut, unsere Scuddy hat halt leider überhaupt keine Def, das ist ihr Problem. Komm, Kremator. Fluchtwert und Verteidigung erhöhen. Level 22 für Scuddy. Als nächstes kommt noch ein Slimer. Da bleiben wir mit Veli einfach mal drin. Volltreffer. Also langsam wird es ein bisschen viel mit den ganzen Crits, die die mir hier austeilen.
Ja, mal schauen. Vielleicht mache ich es noch bis Lavandia durch. Auf jeden Fall brauche ich jetzt irgendwann demnächst wieder eine Aufnahmepause. Immerhin funktionieren die Parahacks noch. Hat Skadi das jetzt eigentlich ganz gut weggesteckt. Ein männliches Nidoran. Also das Skadi fehlen halt aktuell noch die Step-Attacken. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich sie mit Level 29 entwickeln lassen will. Mit Level 29 lernt sie Flammenwurf. Wieso war mir das jetzt eigentlich schon wieder klar? Hier wieder das Gift kassiere. Na, vergiftet will ich sie da jetzt nicht drin lassen. Ich schmeiß den mal kurz hier mit rein. Dem haben wir ja auch noch gar nicht gekämpft. Unseren kleinen Conchan. Okay, also ich weiß zwar, dass ein Flamara physisch was drauf hat, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mit dem Ruckzuck One-Hit wird. Skadi ist mal wieder vergiftet. Ist ja nicht das erste Mal heute. Level 24 Mauzi und dann hat die noch drei Viecher. Okay. Stellen wir denn da jetzt mit rein? Ein Volltreffer. Nett. Noch ein Mauzi. Das lassen wir jetzt den Sortie machen. Ich sehe schon, unsere Skadi muss ich. Die braucht nachher noch ein kleines Spezialtraining. Was hier mit Volltreffern um sich geworfen wird, das ist definitiv mehr als jede 16. Attacke. Streber Otto und Smogon, Level 26, ach du Heiliger. Okay, ich
mache das mal mit Sorti. Der hat da die besten Chancen. Und Schlammbad steckt da recht gut weg. Außerdem kann er nicht vergiftet werden. Rauchwolke. Ach Gott. Jetzt kommen sie schon wieder mit Zubats an. Das ist Karma, mein Freund. Du machst Rauchwolke und dafür haust du daneben. So. Da kriegt unser Sorti mal einen kleinen Supertrank. Weibliches Nidoran. Also, wir können sie mal probieren. Zumindest das mit dem Paralysieren funktioniert immer gut. Das steckt uns ja das gar nicht recht gut weg. Der Spätzlef ist sehr stark. Au. Au. Weil ich nicht sicher bin, ob der letzte jetzt reicht. Lass mich raten, ich krieg gleich wieder einen Giftdorn ab. So. Und die Statuswerte zumindest ein bisschen nach oben. Ein Nidorina. Dagegen rein. Am besten die Belly. Ja, aber sie kriegt sofort den Giftdorn. Das Gute an der Sache ist mehr Schaden jetzt. Da reicht jetzt auch ein Ruckzuckhieb aus. Was ich hier für einen Verschleiß an Gegengift habe, das ist auch schon nicht mehr normal. Aber gut, ich glaube, ich mache hier an dieser Stelle mal Schluss. Ich brauche wieder eine Aufnahmepause. Bin eh schon wieder viel zu lange im Aufnehmen. Plus das Ganze, plus die Trainingssession gerade mit Sorti. Das war schon ein bisschen viel. Wir haben immerhin den Felstunnel geschafft. Und das nächste Mal machen wir hier den Rest der Route fertig. Dann schauen wir mal Rocket Hauptquartier, Pflanzenarena, steht ja alles noch an. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.